die Welt geht unter! Die Welt geht unter! Ah! Junge, die Welt geht unter! Was bist du denn für ein Penner? Lass mich in Ruhe, ey. Das ist nicht nur ein Penner, das ist auch ein Spinner. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist, weiß ich nicht mehr, aber die Welt wird untergehen. Ein Asteroid rast auf Brookhaven zu. In 7 Tagen wird er die Erde erreichen und dann wird Brookhaven komplett zerstört. Es macht keinen Sinn mehr zu arbeiten. Ich kündige und mach, was ich noch machen will, bevor ich sterbe. Was? Ach du Scheibenkleister! Nein, 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 nein! Der obdachlose Verrückte hatte recht. Die Welt geht unter. Schaut euch das an. Der ganze Himmel hat sich verfärbt. Ich weiß wirklich nur eine Person, die uns jetzt noch retten kann. Und das ist Jenna. Das hier ist ihr Haus. Und dort sitzt sie. Sie ist wieder am Hacken. Alle, die Jenna nicht kennen. Jenna ist eine Hackerin. Und die kann alles schaffen. Jenna, bist du zu Hause? Mach auf! Ja, ich weiß ja, dass sie zu Hause ist, aber mach auf! Yeah, aha, yeah, oh Mann, ey, wer klingelt? Oh, da hat ein Boy geklingelt. Welcher Boy ist das denn? Endlich habe ich mal Jungsbesuch. Hoffentlich ist das ein hotter Boy. Wir drücken jetzt mal auf den Boy-Knopf und jetzt kommt der Boy zum Vorschein, bist du? Aber Ork, was machst du denn hier? Jenna, ein Asteroid rast auf die Welt zu. Wir werden alle sterben! Ja und? Was soll ich jetzt machen? Hallo? Du musst ihn weghacken, damit wir überleben. Hä, mir ist doch egal, ob du lebst oder nicht. Jetzt geh weg. Ich glaube, du hast das nicht richtig verstanden. Der Asteroid rast auf diese Erde zu, wo du auch gerade drauf bist. Das heißt, wenn er hier vom Himmel einknallt, reinprallt, dann war es das auch mit dir. Dann ist Feierabend. Aus die Maus, das ist alle Lichter aus. Ah, was? What the hell? Ah. Schnell, 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 hacken, 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 ah, ich bin am Hacken. Oh, Mann, ey. Okay, aber ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ich hab die Sonderraketenstation gehackt. Das ist der einzige Versuch, den wir haben. Ich drück auf Start. 3, 2, 1 und los. 3, 2, 1 und ab die Luzi. Es geht los. Auf zum Asteroid. Ich habe die Raketen abgefeuert, aber sie konnten nichts ausrichten. Sie konnten nichts ausrichten. Jenna, was meinst du damit? Was passiert jetzt? Ah, wir werden alle sterben. Was? Nein. Wenn nicht mal Jenna etwas dagegen tun konnte, gegen diesen Asteroiden, dann kann wohl keiner etwas gegen diesen Asteroiden tun. Das heißt, wir werden alle sterben. Okay, ich habe mich damit abgefunden. Naja, dann spielt es auch keine Rolle, was ich jetzt noch mache und was jetzt passiert. Das heißt, ich werde meinem Crush jetzt endlich sagen, dass ich sie liebe. Jetzt brauche ich keine Angst mehr haben, denn wenn sie mich nicht liebt, ist es eh bald vorbei. Also schnell in die Schule und ich versuche mein Glück. Hey, Ducky! Oh, hey! Ducky, hast du schon von den Asteroiden mitbekommen? Er soll die ganze Welt zerstören! Boah, nerv nicht. Natürlich habe ich da schon was von mitbekommen. Warum erzählst du mir irgendwelche Sachen, die ich schon seit gestern weiß? Naja, Ducky, ich habe mir gedacht, da die Welt untergeht, will ich jetzt noch alles machen und sagen, was ich noch vorhatte. Und naja, Ducky, ich habe einen Crush auf dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich schon lange, Ducky. Und ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht zusammen sein können. Ich würde niemals mit dir zusammenkommen. Nicht mal, wenn ich dadurch die Welt retten würde. Es wird niemals ein Mädchen mit dir zusammenkommen. Merkt ihr das? Was? Was? Kein Mädchen will mit mir zusammenkommen. Nicht mal, wenn die Welt untergeht. Aber das kann doch nicht sein. Naja, selbst wenn kein Mädchen mit mir zusammenkommen will und selbst wenn Jenna es nicht geschafft hat, die Welt zu retten, ich will es trotzdem schaffen, die Welt zu retten. Ich schaffe es nur nicht alleine, ich brauche Hilfe. Ja, stimmt. Ich habe den ja komplett vergessen. Den magischen Max, den gibt's ja auch noch. Wer erinnert sich noch an ihn? Schreib's in die Kommentare. Da hinten, da wohnt der Max. Da gehe ich jetzt hin.
Vielleicht kann er uns retten. Hallo Max, 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 Max! Die Welt wird untergehen! Der Asteroid wird die ganze Welt zerstören! Hallo Arbok! Ja, das ist richtig. Der Asteroid wird die Welt zerstören. Und darum werde ich mich auf einen anderen Planeten teleportieren. Aber Max, kannst du das auch mit uns machen? Mit den restlichen Menschen? Sonst werden wir alle sterben. Es tut mir leid, Arbok, aber das ist leider nicht möglich. Gibt's denn noch eine andere Lösung? Gibt's noch eine andere Möglichkeit, uns alle zu retten? Ja, die gibt es tatsächlich. Wie du weißt, basiert meine Zauberenergie auf die Unterstützung der Zuschauer. Je mehr Zuschauer den Kanal abonniert haben, desto stärker kann ich zaubern. Leute, 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 ihr wisst Bescheid. Ihr habt gehört, was der magische Max gesagt hat. Lasst jetzt alle schnell ein Abo da. Ich gebe euch 10 Sekunden Zeit. Und in den 10 Sekunden werde ich jetzt einmal hier ganz traurig tanzen. So, Freunde, ihr seht, wie ich tanze. 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ich habe hier auch eine Verletzung an der Hand und eine Brandblase. Aber wenn mir alles die Luft hochgeht, dann ist das mein kleinstes Problem. Also lasst jetzt alle ein Abo da und jetzt geht's los. Das Team Arbok hat mal wieder zusammengehalten. Ich mache jetzt den größten Zauber der Welt. Ene, mene, mu. Ich bin auf einem anderen Planeten. Nur und tschüss, sorry. Was, Freunde? Der magische Max hat uns ja richtig hochgenommen. Der brauchte nur Zauberenergie, um sich wegzuteleportieren. Was ist das denn für ein Hund? Naja, egal. Ich kann es ihn nicht übel nehmen. Ich hätte mein eigenes Leben wahrscheinlich auch gerettet. So, jetzt muss ich erstmal hier wieder aus dem Berg rauskommen und da... da ist auch der Himmel. Wir brauchen eine Lösung. Die Welt geht unter und wir sind uns immer noch nicht einig. Wir sind uns noch nicht einig. Wir brauchen ganz dringend eine Lösung. Akzeptiert einfach, was ich sage. Nein, akzeptiert einfach, was ich sage. Nein, Leute, akzeptiert einfach, was ich sage. Ah! Tim ist der beste Name für den Asteroiden. Nein, Jennifer! Nein, Paula! Oder vielleicht doch eher Klaus? Wir brauchen einen Namen! Ich hab die Idee, wie wir uns einig werden können. Wir sollten vielleicht erstmal wissen, ob der Asteroid ein Junge oder ein Mädchen ist. Oh, ja, das ist eine sehr gute Idee. Lass uns nachschauen. Hier ist das Teleskop. Ich guck durch und... Oh mein Gott. Der Asteroid, der ist ein Mädchen. Das kann nur eins bedeuten. Sein Name oder ihr Name ist Sophie. Ja, Sophie ist ein guter Name. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Brookhaven. Es gibt Neuigkeiten bezüglich des Asteroiden, der mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde zurast und uns in wenigen Tagen alle töten wird. Es gibt brandneue Neuigkeiten von neuesten. Und zwar haben wir herausgefunden, dass der Asteroid ein Mädchen ist. Und darum heißt der Asteroid jetzt Sophie. Ich weiß mal nicht, was uns das bringen soll, da wir alle sterben werden. Aber okay. Was? Der Name vom Asteroiden ist Sophie und Sophie ist ein Mädchen? Oh, da habe ich doch direkt mal einen Plan. Das ist die einzige Superfähigkeit, die ich habe. Ich muss sofort hier in die Poststation reingehen. Hier ist ein Briefumschlag. Da schreibe ich jetzt erstmal einen Brief drauf. Einen Brief und zwar... Hallo, liebe Sophie. Du bist die Einzige für mich. Du bist das Einzige, was zählt. Ich liebe dich. Gezeichnet. Aber Ork, ich habe jetzt einen Liebesbrief für den Asteroiden geschrieben. Und den werde ich jetzt hier ins Postauto reinlegen. Ich hoffe, dass er noch rechtzeitig zugestellt werden kann. Denn ihr wisst ja alle, kein Mädchen der Welt liebt mich. Alle hassen mich und ich werde für immer alleine bleiben. Ich rase mit voller Geschwindigkeit auf die Erde zu. Noch ein paar Minuten und alle sterben. Was ist das denn? Ich habe einen Brief bekommen. Von wem das denn? Von Junge, der heißt Arbok. Warte, Arbok, hässliche. Blablabla. Der will mit mir zusammen sein. Ne, niemals, ey. Da hau ich lieber wieder ab. Ich flieg jetzt zum Mond, ey. Da gibt's niemanden, wie Arbok heißt, ey. Dann zerstöre ich halt den Mond, ey.
Ja, okay. Habt ihr den Asteroiden auch gerade gesehen? Der hat mich auch voll gefrontet. Junge, nicht mal ein Steinklumpen, der die ganze Erde zerstören wollte, will mit mir zusammen sein. Naja, so konnte ich wenigstens die ganze Welt retten. Das hatte ja auch was Gutes. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Abo da und schau doch gerne das Video auf der rechten Seite an. Wir sehen uns dort sofort wieder. Bis gleich und ciao.